meiner ersten Twitch-Live-Übertragung. Denn dieses Mal mit einem etwas ruhigeren Spiel, und zwar Train Fever. Wer das Spiel nicht kennt, es handelt sich hierbei um einen, ja, wie soll man sagen, einen Transportsimulator. Es ist ganz cool, weil man Transportwege schaffen muss und gleichzeitig damit die Städte auch aufbauen kann und die verschiedenen Jahre auch durchgeht. Ich werde euch das alles ein bisschen zeigen. Dafür starten wir jetzt mal in eine neue Karte auf mittlerer Größe. Wir werden uns einmal anschauen, was wir da alles machen können und wie wir das am besten auch umsetzen entsprechend. Und ja, es gibt viel zu tun auf jeden Fall bei diesem Spiel. Es ist jetzt nicht gerade das Spannendste überhaupt, ne? Das muss man schon zugeben. Es ist ein ruhiger Simulator, aber ein sehr guter Simulator. Einfach weil er sehr durchdacht ist, sehr präzise ist. Er unterstützt auch Mods. Ich sollte auch diesbezüglich welche installiert haben, also nicht wundern, wenn ich was habe, was ihr nicht habt. oder wenn ihr was seht, was ihr nicht kennt. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was ich jetzt eigentlich eingestellt habe. Fällt mir gerade so auf von der Map her. Aber ist auch egal. Es gibt auch die America-Erweiterung. Und ich glaube, hier müsste ich jetzt zum Beispiel die amerikanischen Straßen bereits haben. Und man sieht hier auch die Menschen schon, die von A nach B gehen. Denn wir sind im Jahr 1850. Wir sind noch vor der großen industriellen Revolution. Das heißt, oder kurz danach, oder wie auch immer, auf jeden Fall ist auf jeden Fall noch der Zeitpunkt noch nicht erreicht, wo die Haushalte unbedingt eigene Autos besitzen. Und wie man sieht, die Karte ist relativ groß. Es sind verschiedene Städte hier. Alle noch relativ klein. Und das Erste, was wir machen werden, ist jetzt einmal hier die beiden Städte miteinander zu verbinden. Und dafür haben wir nämlich verschiedene Bahnhöfe. In diesem Fall jetzt zum Beispiel den Personenbahnhof. Den werde ich jetzt einfach mal direkt hier hinsetzen. Ich nehme jetzt zwar den kleinsten und den simpelsten, den können wir später noch etwas ausbauen. Den setze ich einmal nach hier, dass man noch weiter durchfahren könnte. So, und jetzt gilt es nämlich, die beiden Bahnhöfe einfach miteinander zu verbinden. Dabei sind ein paar Sachen recht wichtig zu beachten. Erst einmal, Brücken sind sehr teuer. Das heißt, wir werden versuchen, Brücken weitgehend zu vermeiden. Und desto steiler die Kurve, desto langsamer fährt der Zug da drin. So. Kleiner Tipp, gerade bei so Ebenen, wo ihr noch nicht genau wisst, wie die Höhe aussehen wird, geht lieber Schritt für Schritt ran. Das heißt, kleine Abstände bauen, nicht auf einmal bauen, denn das Problem ist, wenn ihr es auf einmal baut, könnt ihr unterirdisch unter dem Fluss führen, oder ich versuch's oder oberirdisch, aber ich glaube, ich werde es eher oberirdisch versuchen. Wenn ihr zu schnell die Abstände baut, dann kann es gut mal dazu kommen, dass ihr recht teuer kommt, weil ihr sozusagen anfangt zu bauen und in eine Richtung weiterbaut und dann irgendwann relativ weit unten unter der Erde herauskommt. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen relativ gerade bauen. Das heißt, wir bauen immer schrittweise, dass wir das schön ausbalancieren können. So, und wie gesagt, eigentlich wollte ich jetzt so wenig Brücken wie möglich bauen. So, genau. Der macht es dann automatisch von der Höhe her. Hier haben wir auch ein Ölvorkommen. Das können wir später vielleicht noch gebrauchen. Und ich merke jetzt schon, das ist nicht gerade die beste Strecke, die ich mir da gewählt habe. Aber das ist mir jetzt relativ egal. Denn wir sind hier noch am Anfang. Wir können Strecken später noch optimieren, wobei es natürlich jetzt am Anfang ganz gut wäre, einen guten Start zu haben. Aber okay, wir haben jetzt noch nichts vertan dadurch. Wir haben also die beiden Städte Neidenstein und Wittenhagen verbunden. Grüße an Leute aus Wittenhagen und Neidenstein. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt, aber die Städte gibt es. Und wir können jetzt dazwischen
Sollten wir, könnten wir, machen wir eine Nebenstrecke ungefähr auf die Mitte einbauen. Setz sie einfach mal nach da. Weil ich werde da zwei Züge fahren lassen und dass die sich da nicht gegenseitig blockieren, werden die in der Mitte einfach auf ein zweites Gleis umgestellt, sodass sie sich gegenseitig ausweichen können. Und dazu brauchen wir auch noch Signale. Die schauen so aus. Jetzt noch. Das sind simple Halt und Stopp, ja. Nein, Halt und Stoppsignale. Das heißt, wenn, je nachdem, wie das Signal geschalten ist, darf der Zug fahren oder halt nicht. Später kommen dann halt Ampelsysteme dazu, aber 1850 sind wir noch nicht so weit. Und was wir auch machen werden, das ist jetzt, wo baue ich das am besten hin? Ich baue das am besten gleich hier hinten dran. Und zwar so. Werden wir hier jetzt unseren Bahnhofsdepot bauen. Denn hier können wir unsere Züge kaufen. Ich glaube, wir haben jetzt beides aktiviert. Das heißt, sowohl amerikanische als auch europäische Züge. Oder habe ich nur. Oder habe ich nur eins von beiden aktiviert? Ich hätte vielleicht schauen sollen. Wir sind ungefähr. Also, wir haben jetzt momentan zwei Loks: die Baldwin Six Wheels und den spanischen Prötzli-Bahn. Beide ungefähr gleich schnell. Gewicht ist etwas unterschiedlich, Leistung ebenfalls. Ich werde jetzt einmal den Baldwin Six Wheels nehmen. Der ist unwesentlich teurer. Und dazu brauchen wir noch einen Personenwagen, beziehungsweise wir nehmen gleich einmal vier und wir kopieren diesen Zug. Und was ich jetzt vergessen habe noch zu tun, das ist die Bahnstrecke einzurichten. Das heißt, wir machen eine neue Linie von A nach B. Damit haben wir schon mal den Zug eingerichtet, die Strecke schon eingerichtet. Und weisen jetzt beide Züge dieser Strecke zu. Und was jetzt passiert, ist ganz einfach, die Loks fahren aus dem Depot hinaus und begeben sich auf die Fahrt von A nach B. Ich werde das ein bisschen beschleunigen jetzt, weil am Anfang sind vor allem die Züge noch relativ langsam. Ich werde wahrscheinlich einen Großteil der Zeit mit erhöhter Geschwindigkeit spielen. Weil einfach so das Einkommen schneller generiert wird. Es ist ja einfach ein bisschen flüssiger vom Spielverlauf her. So. Wir haben hier jetzt noch keine Fahrgäste. Ganz einfach, weil die Strecke ist jetzt erst aufgemacht worden. Die Leute müssen erst sehen, dass hier der Zug fährt, bevor sie ihn wirklich verwenden können. Und während Zug A jetzt nun losfährt wie heißt es jetzt hier? Neidenstein. Bleibt Zug B erst einmal stehen in der Station und fährt erst dann weiter, wenn das Signal entsprechend, also die Strecke zwischen Station und Signal frei ist. Erst dann wird er die Strecke auch runterfahren nach Neinstein und hoffentlich in der Mitte wird das hier ungefähr sein, werden die sich dann abpassen. Das heißt, dass sie dann aneinander vorbeifahren. Zumindest ist das der Plan. So. Was wir auch benötigen, was ich auch gleich machen werde. Das ist eine Buslinie. Oder besser zwei Buslinien. Da baue ich jetzt einmal jeweils eine größere Station direkt zu den Bahnhöfen. So, was ich jetzt hier machen kann, ist, dass ich eine Gruppierung machen kann. Das heißt, beide Stationen sind jetzt eine Station. Das heißt, die fungieren als eins und müssen nicht immer von A nach B laufen. Ist jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, wofür das jetzt genau eigentlich wichtig ist für das Spielprinzip, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, ja, uns Arbeit zu ersparen und nur eine Station nur mehr haben, sozusagen eine Zentralstation. Achso, jetzt hätte ich da hinten nicht gehen wollen. Nach da. Nach da. Nach da. Und den hier reiße ich wieder ab.
Und ich hätte nicht gleich mitdenken sollen, denn ich will das Ganze auch in die entgegengesetzte Richtung. Denn ich will hier zwei Buslinien einrichten. Oh, jetzt habe ich kein Geld mehr dafür. Ja, da ist das Geld ein bisschen knapp. Also ich will zwei Buslinien einführen, die dann gegengleich zueinander fahren. Und wir sehen jetzt hier auch schon an dem Symbol. Hier warten jetzt schon die ersten Leute am Bahnhof auf den Zug. Das heißt, die Neidensteiner wollen zum Teil jetzt nach Wittenhagen. Wahrscheinlich, weil sie dort Jobs haben oder weil sie dort Urlaub machen wollen oder weil sie dort einkaufen möchten. Also das sind die drei Gründe, also vier Sachen, die es gibt. Das heißt Wohnen, Einkaufen, Freizeit und Arbeit. Und dadurch können die halt von A nach B hin und her fahren und entsprechend sich austauschen. Und durch diesen Handel gibt es dann einen Güterbedarf, den müssen wir auch noch decken. Und durch die Abdeckung des Güterbedarfs und durch den Austausch von Personenverkehr wachsen dann die Städte langsam. Und das ist dann ganz cool, weil man sieht auch wirklich dann, man merkt das hier auch schon langsam, wieder neue Gebäude hochgezogen werden und aber auch mit der Zeit voranschreiten. So, und hier dauert es noch ein bisschen, bis sie sich so weit eingependelt haben, dass sie halt wirklich sich direkt aneinander vorbeifahren, ohne dass Zug A auf Zug B warten muss. Das dauert aber, wie gesagt, ein bisschen noch, bis sich da entsprechend alles, ja, eingependelt hat. Und momentan haben wir einen riesen Minus von drei. Was sind das? Das ist gerade so dunkel. Ist so dunkelrot, das kann man nicht so richtig lesen. Steht das denn? Da, minus 3, nee. 365.000. Das ist recht viel, muss ich gestehen. Aber die Züge fahren jetzt in die Station wieder ein. Und dadurch, dass die jetzt in den Stationen wieder einfahren, laden sie Leute ab und nehmen Leute auf. Und dadurch wird jetzt gleich wieder Geld generiert. Und man sieht es schon, wir sind jetzt nämlich jetzt nur mal bei, ja, 227.000. Und sobald wir auch noch eine Buslinie haben, so, der Zug war anscheinend gerade leer, jetzt ist er fast voll. Und sobald wir dann auch Buslinien haben, die zusammenfahren, können wir da entsprechend auch noch ein bisschen Geld generieren. Wobei aber das meiste Geld wird eigentlich durch die Züge generiert. Das muss man schon noch dazu sagen. Vielleicht, weil der Zug fährt ja hier. Achso, dann fährt er bergab. Aber vielleicht sollte ich dann doch ein bisschen die Strecke hier, diesen Übergangs, diesen Zweitgleis nach hinten versetzen. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Und zwar werde ich einfach neben der Schiene eine zweite. Achso, kann ich nicht machen, weil ich kein Geld habe dafür. Also, ich muss ein bisschen warten, bis jetzt die Züge erstmal ein bisschen Geld generiert haben, damit ich das nutzen kann. Ich könnte mir auch einen Kredit aufnehmen. Das möchte ich jetzt allerdings nicht unbedingt am Anfang machen. Später brauche ich es nicht. Also ich finde Kredite persönlich immer ein bisschen, ja, unnötig, weil später brauche ich es nicht. Da kriege ich eh genug Geld generiert. Und für den jetzigen Zeitpunkt finde ich es einfach zu früh, weil wir eigentlich immer mit diesen monatlichen Zusatzabgaben rechnen müssen. Ich glaube, wir können das, wenn wir nur ein bisschen warten, gut ausgleichen mit dem Zugverkehr. Wir werden wirklich die Strecke ein bisschen verlegen müssen, sonst kommt es zu keinem guten Verkehrsfluss zwischen den beiden Zügen. Wir sind doch fast bei Null, also wir haben mit statt 300.000 jetzt nur mehr 8.000 Minus. Das heißt, mit der nächsten Zugladung sollten wir entsprechend dann sollten wir also entsprechend den Ausgleich dann haben. Und wenn später auch die Züge besser werden, also desto später wir uns das Ganze nach hinten versetzen in der Zeit, also desto später wir in die Richtung Jetztzeit kommen, desto stärker und schneller werden ja auch die Züge. Das heißt, wir kriegen dann ja später auch E-Lokomotiven und stärkere Dampflokomotiven natürlich auch zuerst.
bevor es dann zu den richtigen Schnellzügen geht. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Also wir müssen erst einmal durch dieses Dampfzeitalter durch. Ich hätte auch später starten können. Wobei ich muss sagen, ich tue mich da immer relativ schwer. Weil wenn ich später starte, starte ich mit demselben Einstiegsgeld. Hab aber das Problem, dass die Züge von Natur aus wesentlich teurer sind. Also widerspricht sich das für mich irgendwo. Und hier merkt man auch schon, dadurch, dass der auf so einen Hügel gesetzt ist, fährt der Zug relativ, ich mache das mal in Echtzeit, also er schleicht eigentlich nur mehr nach oben. Man muss aber sagen, er fährt ja nicht schneller als, ich glaube, 50 km/h, 40 km/h. Schneller kann der Zug nicht fahren aufgrund der PS, die er einfach hat, aufgrund der Leistungsstärke der, ja, in dem Fall ist es schon, ich glaube, es ist noch eine Dampfmaschine, wenn es mich nicht täuscht, wenn ich mich nicht täusche. So, wir haben unser Plus. Das heißt, wir können das gleiche mal hier reinstecken. Damit wir den Schienenverkehr verbessern können. Unser Ziel ist es ja, einen besseren Verkehrsfluss zwischen den beiden. Da muss ich abreißen hier. Da gehe ich kurz auf Pause. Da kommt mich der Zug. Dass ich einen schnelleren Verkehrsfluss zwischen den beiden Bahnhöfen hinkriege. Und momentan ist es noch so, dass aufgrund der etwas schwächeren Züge Zug A immer noch auf Zug B warten muss, immer wieder. So, jetzt können wir beschleunigen. Was relativ unnütz wäre eigentlich. So, und jetzt können die sich nämlich entsprechend abpassen und der zweite Zug, der jetzt von hinten kommt, also auf uns zukommt, der muss jetzt nicht mehr auf den Zug warten, der auf uns wegfährt, sondern die können jetzt direkt aneinander vorbeifahren und somit ist ein flüssigerer Verkehr möglich. Also ich habe mich da jetzt ein bisschen verschätzt, als ich da die Linie gebaut habe. Ich hätte eigentlich hier, hätte ich wahrscheinlich aufhören können mit diesem Übergang. Jetzt habe ich hier hinten angefangen gehabt, weil ich mir gedacht hatte, aha, das ist eher die Mitte, auch weil hier mehr Kurven waren. Ich dachte, der kommt da vielleicht schneller, aber ja, war jetzt ein bisschen verschätzt, aber gut. Das kann passieren. So, wir haben jetzt ein bisschen Geld noch zusammen. Das heißt, ich werde jetzt anfangen, Busstation habe ich ja schon gebaut, aber ich wollte noch die zweiten dazu bauen. Einige habe ich, einige nicht. Den habe ich noch nicht zum Beispiel. Hallo? Ach, hier habe ich schon den zweiten. Hier habe ich schon den zweiten. So. Da. Und man sieht auch hier den Straßenbau, wie der sich jetzt da auch weiter windet. Oben links jetzt, die Straßen waren vorher noch nicht da. Und man sieht auch hier wieder den Ausbau. Also durch, wie gesagt, den Handel machen wir da recht viel wett. Und wir stellen eine neue Linie. Den schieben wir erstmal da oben in die Ecke rein. So, und wir fangen hier an. Ich möchte dann, dass der einmal... so fährt. Das Schöne ist, die Linie denkt für sich selber mit. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, dass er immer auch den optimalsten Weg für sich selber sucht. Und das ist natürlich recht praktisch. So, das war jetzt Linie 2. Und ich will jetzt genau Linie 3 als Gegenrichtlinie bauen. Das heißt, er fährt genau, einer im Uhrzeigersinn, der andere gegen den Uhrzeigersinn. Und dann schauen wir, dass wir dann entsprechend dann die Fahrzeuge einrichten können. Die hier oben sind mir jetzt relativ egal. Die brauchen jetzt meiner Meinung nach keine direkte Verbindung, weil die sind so nah hier am Wittenhagen-Anbau. Wittenhagen-Anbau, ja, heißt so. Am Wittenhagener Anbau, dass die auch zu Fuß hingehen können. Da brauchen die nicht unbedingt jetzt die Buslinie. Die hinteren sind da schon interessanter.
Und was wir dafür jetzt bauen werden, das ist das Fahrzeugdepot. Das werde ich hier hinten hinbauen, weil da kann es eh relativ schlecht nur mehr expandieren, weil hier schon die Zuglinien vorbeiführen. Und das erste, was wir haben können, ist eine Postkutsche. 5, 6, 7, 8, ich mach mal 9. Die weise ich jetzt der Linie 2 zu. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, nicht genug Geld. Da fehlen noch 8. Der kostet 21.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 fehlen noch. Was rede ich denn von wegen 8? 1, 2, 3, 4. Auf 8, 10, so habe ich es eigentlich gemeint gehabt. Die können wir jetzt als Pferdekutschen, als Postkutschen fahren, die jetzt mehr oder weniger wie Buslinien. Ich weiß, Postkutschen wurden eher dafür genommen, um größere Strecken zu bewältigen. Hier ist es aber ein bisschen ineffizient, weil wir immer nur Geld kriegen für von A nach B fahren. Und wenn die jetzt zu einer anderen Stadt wieder mit den Postkutschen fahren, ist das relativ umständlich. Aus dem Grund machen wir hier jetzt aus den Postkutschen eine zukünftige Buslinie, muss man eigentlich sagen. Also später, wir werden diese Linie beibehalten, werden die ausbauen, sofern möglich, und werden die später im Laufe der Zeit durch Busse ersetzen. Sprich, da will ich auch nicht vorweggreifen, ich weiß eh gerade nicht genau, wie die Nummer hießen. Aber dann später, wie gesagt, Richtung wirklich Linienbus, wie wir sie heute kennen. Das ist ein bisschen unschön. Das sind die Texturen zwischen amerikanischen Straßen und europäischen Straßen. Später, glaube ich, werden die dann aber etwas asphaltierter und dadurch dann etwas besser. Glaube ich jetzt zumindest. Für den jetzigen Zeitpunkt allerdings müssen wir uns leider mit diesen, naja, Westernstraßen abfinden. Doch die Postkutsche ist jetzt in dem Fall, glaube ich, mehr ein Design, hätte ich jetzt gesagt. Von Frankreich als Western-Style. Also das muss sollte eine europäische Kutsche sein. Und was man hier sehr gut sieht, ist auch einfach schon einmal, dass man gegen die Kutsche rennen, dass hier jetzt diese Abfertigung läuft. Das heißt, die Leute steigen aus, steigen ein, laufen gegen die Kutsche. Warum auch immer die immer gegen die Kutsche laufen. Also später wird es sicher auch nochmal besser. Aber hier, wie gesagt, steigen sie halt aus bei dem Busbahnhof oder bei der Busstation und gehen dann hier zum Bahnsteig und warten auf den Bahnsteig, bis ihr zukommt. Und ich hoffe, dass dann bald der neue Zug entwickelt wird. Ein schnellerer Zug, mit dem wir dann die Strecke schneller ein bisschen abfertigen können. Denn desto schneller die Züge sind auch, desto mehr die Nachfrage dahinter. Auch später natürlich, wenn die Leute Autos haben, dann überlegen die sich auch zweimal, fahre ich lieber mit dem Zug oder fahre ich lieber mit dem Auto? Weil ich könnte ja auch mit dem Auto schneller sein als mit dem Zug. Und dann nehme ich auf jeden Fall mein Auto, was ich wie so eine Garage habe. Und generell wird später auch mehr Straßenverkehr aufkommen. Momentan gibt es ja hier gar keinen, außer meine Pferdekutschen. Und später, wie gesagt, wären dann richtige Automobile, richtig schöne Automobile zum Teil. Da haben sich die Leute wirklich was dabei gedacht. Generiert. Die Leute dann von A nach B fahren wollen. So, und auch hier mache ich so. Werde ich jetzt werde ich jetzt hier noch die Busstation einrichten. Und in diesem Fall werde ich ein bisschen nachhelfen. Ah, und wir haben unseren ersten neuen Zug, das ist schon mal gut. In diesem Fall werde ich etwas nachhelfen, weil die sich haben sich hier ein bisschen eingebaut, würde ich jetzt mal sagen. Das Haus ab
Man müsste ich gar nicht. So. Also so gut auch natürlich die KI versucht hier ihr Bestes zu tun, was die Straßenentwicklung angeht, gibt es immer wieder noch so ein paar Aussetzer. Wo die sich dann so ein bisschen einbaut. Und hier habe ich jetzt einfach nur die Straße verlängert und damit habe ich jetzt hier einen Wendeplatz geschaffen für meine Busstrecke. Ah, na, vorher will ich ja noch... Vorher will ich ja auch noch die beiden hier gruppieren. Und wir sehen, wir werden nach hier hinten, wird das Ganze sich zusammenbauen. Und da werden wir dann wahrscheinlich auch neue Busstrecken dann erschließen müssen. Oder die bestehende Busstrecke ausbauen wahrscheinlich eher. Wir bauen das jetzt nach hier unten. Nach hier oben retour. Das sind jetzt 10. Und neue Linie, denn wir wollen das Ganze gegengleich laufen lassen. Auch hier. Weil je nachdem, wo die Leute hin wollen, nehmen sie dann die eine oder die andere Linie. Das heißt, entweder wollen sie nur zum Bahnhof, dann ist es theoretisch, kommt auf an, wo sie sind. Egal, welche Richtung sie nehmen, weil sie kommen alle... Na, eigentlich nicht. Also, wenn jetzt zum Beispiel hier in der Breslauer Straße an der Station jemand zum Busbahnhof will, dann würde er eher jetzt in dem Fall die pinke Strecke nehmen, statt die blaue, weil die blaue fährt in die in die gegensätzte Richtung. Das heißt, für ihn wäre es dann einfacher, den Weg zu gehen, aus dem Grund in beide Richtungen. Damit habe ich... Jetzt fehlt mir da einen, oder? Die habe ich vergessen. Damit sonst. Was soll ich sagen? Achso. Ja, also immer der kürzeste Weg wird genommen, der schnellste. Und wenn es zu Fuß schneller geht als mit dem. Mit dem Bus, also mit der Pferdekutsche, dann wird natürlich der Fußweg genommen statt die Pferdekutsche. So. Und auch hier bauen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und damit haben wir jetzt da auch die beiden Strecken. Was bist du? Ich kenne dich nicht. Ich habe mich irgendwo verklickt. Damit hab ich jetzt auch da beide Strecken mit Pferdekutschen versorgt. Und damit wird jetzt hoffentlich auch da entsprechend der Pferdekutschenverkehr, also der öffentliche Nahverkehr, mehr genutzt als dass sie zu Fuß gehen. Also man sieht auch schon hier, dass die ersten Leute an den Stationen stehen und auf ihre Pferdekutsche warten. Ja, und jetzt sind die jetzt alle noch geballt natürlich, das heißt, da gibt es gerade einen kleinen Rückstau. Alle wollen zuerst zu der Hauptstation fahren, bevor sie dann ihren eigentlichen Betrieb aufnehmen. So, und was wir jetzt als nächstes machen werden, ist, dass wir die Züge Richtung Depot schicken. Und da dann die Lok austauschen gegen das neuere Modell. Der ist zwar nur unwesentlich schneller, aber stärker. Aus dem Grund können wir noch einen Waggon dazu geben. Also wir haben jetzt hier 5 Waggons. Das heißt, er fährt ein bisschen schneller die Strecke ab. Hat weniger Probleme dabei mit dem Beschleunigen auf den Höhen. Weil der Zug hat mehr PS dahinter. Das heißt, er kann schneller... Also nicht schneller, aber zumindest hat nicht so die Probleme damit, die Steigungen und Absenkungen zu nehmen, sondern kann kontinuierlich seine 45 km/h fahren, was ja irrsinnig schnell ist.
Aber immer noch besser als die 40 km/h davor, also wir beschweren uns nicht. Und so können wir jetzt etwas schneller die Leute von Bahnhof A nach Bahnhof B bringen. Und gleichzeitig aber auch um 14 Leute mehr, denn so viel kann der neue Waggon aufnehmen. Das heißt, die Strecke wird langsam effektiver. Das ist ganz gut, weil auch die Nachfrage nach der Strecke mit der Zeit immer höher wird. Das heißt, immer mehr Leute wollen auf dieser Strecke fahren. Und da ist natürlich dann die Frage, dass wir, also die, nicht die Frage, sondern die Aufgabe, dass wir der Nachfrage entsprechend nachkommen. Schauen wir mal. Und ja, wir haben jetzt auch schon gute Einkünfte. Also das meiste macht natürlich die Zugstrecke. Aber auch die Busstrecke ist da nicht schlecht. Also 172.000, das ist ganz gut. Schauen wir mal, dass die zweite Busstrecke auch entsprechend so genutzt wird. Wir wollen den 440 The General. Das ist übrigens der Zug, den wir hier entsprechend neu haben. Wenn man den mal vergleicht, er hat Leistung von 130 kW im Vergleich zu 50 kW. Oder was wir bisher hatten, war die 70 kW. Ist das ein Riesenunterschied. Ist dafür wesentlich schwerer. Also er wiegt 40 Tonnen statt 25 Tonnen, also fast das Doppelte. Ist auch im Unterhalt etwas teurer. Also Betriebskosten sind um 40.000 mehr im Jahr. Aber dadurch, dass er um 5 km/h schneller ist und 14 neue Leute aufnehmen kann, ist er effektiver, ganz einfach. Das heißt, es müsste sich auf die Dauer wieder rechnen. Und früher oder später wird auch der Zug aber natürlich ausgetauscht werden. Was mich jetzt interessiert, wie der die Steigung am Bahnhof jetzt schafft. Also ob er gut jetzt diesen Weg hochkommt. Und was man hier auch gerade sieht, was ich immer recht lustig finde, die haben einige Leute, die auch zu Fuß zwischen den beiden Städten hin und her laufen. Also später fahren da ja Autos, beziehungsweise wir hoffen ja, dass wir die Zugstrecke beibehalten können und verbessern können. Naja, man sieht aber schon, er fährt wesentlich angenehmer diesen Berg hinauf. Der andere hat ja davor echte Schwierigkeiten gehabt. Okay, damit haben wir hier schon mal die ersten Handelsfunktionen erfüllt. Das nächste Wichtige sind die Güter. Dafür gibt es, ich habe jetzt hier die Standardversion, was die Güter angeht. Es gibt da auch modversierte Versionen, aber die fand ich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen zu umfangreich. Etwas zu kompliziert will ich nicht sagen, aber sie waren recht... Es war so viel. Also was wir haben ist zwei Güterketten. Das eine ist Öl und das andere ist, ja, wie heißt das denn eigentlich? Stahlwerke. Das heißt, die Stahlwerke produzieren aus Erz und Kohle Stahl. Und Öl wird von, also das gibt es die Öltürme und es gibt die Ölraffinerien. Und beides generiert dann Güter, mit denen die Städte versorgt werden. Und wir müssen halt versuchen, eine Stadt mit Gütern zu versorgen, damit sie wachsen kann. Das heißt, eine Stadt braucht Güter zum Wachsen. Klicken wir jetzt mal auf Wittenhagen zum Beispiel, sehen wir, dass wir eine Bevölkerung von 295 haben. 70% der Liniennutzung ist vorhanden, wird genutzt. Aber der Güterbedarf ist nur von 0 zu 45 gedeckt. Das heißt, wir haben kein einziges Gut, was dahin kommt. Wir können einmal schauen. Es gibt hier unten rechts diese Cargo-Ansicht. Hier sehen wir auch schon etwas. Schalte das nochmal aus. Ich schalte es noch einmal ein. Und zwar haben wir hier ein Öl, Turm und wir haben hier eine Ölraffinerie. Und das Öl, ja, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das Öl transportiert sich jetzt selber dahin. Also das ist so ungefähr so, kann man sich jetzt denken, als hätte das Öl einen Willen. Als wäre es, also im Prinzip kann man sich das so denken. Ja, die Entwickler haben sich gesagt, okay, wir nehmen Güter und wir nehmen Menschen. Wir müssen die auch irgendwie transportieren. Okay, Menschen können gehen. Was machen wir mit Gütern? Ja, wir lassen sie ähnlich agieren wie Menschen.
Und wenn jetzt von A nach B wollen, dann lassen wir sie entweder kurze Strecken gehen, wie es auch Menschen tun, oder wir lassen sie transportieren und lassen sie ebenfalls die Güter nehmen. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, aber wenn man ein bisschen sich mit dem Spiel auseinandergesetzt hat, dann versteht man die Problematik bei dem Warentransport. Und die Idee dahinter, wie man das jetzt lösen kann. Und die Lösung ist eigentlich relativ gut gewählt, muss man schon sagen. So, das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir hier am besten. Also wir haben hier Öl. Ach, Holz haben wir auch noch. Genau, Holz habe ich jetzt vergessen. Wir haben hier Kohle. Wir haben viel Kohle überall, aber wir haben so gut wie gar kein. Wir haben auch keine Raffinerien jetzt direkt in der Nähe. Das wird ein bisschen schwieriger in diesem Fall. Weil wir nicht wirklich Produktionsstätten haben, Städten haben. Wir haben hier, ich meine, wir haben hier Kohle, also ein Stahlwerk. Das heißt, wir bräuchten für das aber immer noch Eisenerz. Und da sehe ich jetzt von hier aus gesehen nur dieses Vorkommen. Erstmal, wenn man es nicht genau nimmt, echt weit weg vom Schuss ist. Das heißt, uns wird nichts anderes übrig bleiben, als wahrscheinlich hier zwischen auch eine Eisenbahnstrecke einzurichten. Eigentlich mag ich das nicht. Oder. Das war auch doof, dass direkt wir nehmen die Stadt, aber hier. Wir könnten auch das Ölvorkommen, was wir hier haben, mit dem Ölturm, mit der Ölfabrik, also mit der Ölraffinerie da oben verbinden. Ich glaube, das werden wir tun. Vorher machen wir etwas anderes. Dafür gehe ich kurz auf Pause. Wir können hier nämlich einen automatischen Fahrzeugwechsel, sage ich jetzt mal dazu, einschalten. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, wenn das Fahrzeug zu 100% abgefahren ist, dann wird es automatisch ersetzt. Ja. Achso. Man muss aber noch sagen, welches Fahrzeug. Und in dem Fall das Lebesson, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich habe leider nie Französisch gehabt. Das heißt, die erste dampfbetriebenes Auto, kann man so bedenken. Ah, hier steht es eh. Gebaut vom Franzosen Amodée Boulet, wie gesagt, ich habe kein Französisch gehabt, fuhr dieser Dampf-Omnibus bereits für größere Strecken, zum Beispiel von Le Mans nach Paris. Wir nutzen ihn jetzt aber für Kurzstrecken. So, und damit sagen wir jetzt, dass wenn der Wagen abgefahren ist, dann soll er durch das neue Automobil ersetzt werden. Das sagen wir jetzt zu allen, weil ich will die Sachen ehrlich gesagt nicht vorzeitig verkaufen, sondern ich will sie erst dann verkaufen, wenn sie wirklich austauschbedürftig sind. Das Ding mache ich jetzt mal schnell mit allen Buslinien. Achso. So, sind die also zu 100% abgefahren? Werden sie ausgetauscht? Und wir können einmal schauen, wenn wir uns den einmal hier hernehmen. Der ist zum Beispiel 3 Jahre alt. Ich glaube, 10 Jahre, glaube ich, fahren die, glaube ich, die Züge. Das heißt, er hätte noch 7 Jahre und dann wird er ausgetauscht. Vielleicht ziehe ich das auch ein bisschen vor schon, den Austausch, aber erst einmal lasse ich es, wie es ist. Und es gibt einen neuen Zug. Den schauen wir uns mal an. Den Borsing fährt genauso schnell wie der andere, ist etwas günstiger im Unterhalt. Da wir jetzt aber schon The General haben und der ja auch nicht so billig war, werden wir erst einmal The General behalten und nicht auf den Borsig umtauschen, weil es sich einfach Kosten-Nutzen-mäßig nicht, ja, nicht rechnet einfach. So. Und ich werde jetzt hier wirklich die Zugstrecke einrichten zu diesem Ölvorkommen. Dafür gehe ich in dem Fall wieder auf die Haltestellen, wähle mir aber diesmal aber den Güterbahnhof aus.
ist natürlich nur die Frage, wie ich den am dümmsten platziere. Wird hier einmal einen Feldweg hinbauen und hoffen, dass ich da jetzt den Güterbahnhof schräg hinsetzen kann. Na, jetzt wird meine Maus gerade nicht mehr so richtig. Manchmal hat die das, ich brauche nicht mal eine neue, habe ich das Gefühl. Wobei, so alt ist die gar nicht. Ist Akku leer? Schauen wir mal. Ne, Akku voll. Vor allem bei Shootern besonders viel Spaß, wenn man merkt das hier schon. Ich habe eigentlich gedrückt gehalten gehabt. Ja, also irgendwie. Ich steck die einmal aus. Steck die wieder an. Das hat es anscheinend gebracht. So, und jetzt ist die Frage. Den hier einmal über die andere Strecke führen, weil der braucht keinen direkten Kontakt mit den anderen Gleisen, sondern soll, das würde auch nur wieder zu Staubildung führen, sondern er soll relativ direkt durchfahren. So, hier wieder immer schön so Kurzstrecken bauen. Das macht das Ganze besonders günstig. Schauen, dass ich da irgendwie diesen Berg da hinaufkomme. Das kann nicht so einfach sein, weil das sehe ich jetzt schon. War das jetzt vielleicht ein bisschen umständlich, aber ich mache es wenigstens, oder ich versuche es zumindest, kostengünstig zu machen. Ja, und da komme ich jetzt so steil raus. Aus. So, und hier bauen wir dann den zweiten Güterbahnhof dran. Die Steigung ist zu groß. Das Ganze hat mich jetzt sehr viel Geld gekostet. Dazu, weil es nicht geschafft habe, dass es auf einmal sitzt. So. Damit habe ich natürlich auch ordentlich die Umgebung ja, verunstaltet. So, das ein bisschen wieder gerade zu plätten. Zumindest die An- und Ausgänge, damit das nicht ganz so schrecklich ausschaut, wie es ausschaut. Wie machst du schlimmer als besser? Okay, das lassen wir lieber. So.
damit habe ich hier diese Zuglinie eingerichtet. Und das Einzige, was ich noch brauche, ist jetzt eine Verbindung zur Hauptstrecke, damit ich jetzt den Zug natürlich auch auf diese Strecke erst drauf bekomme. Möglich in zwei Schritten bauen. Gut, dann baue ich in zwei Schritten. So, und auch hier werde ich Signale hinsetzen. So, damit hätte ich jetzt auch dieses Problem erst einmal gelöst, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber aufgeschoben. So, und wir bauen jetzt die neue Linie, setzen wir jetzt fest. Das heißt, wir nehmen hier Öl auf, laden hier Öl ab und das war's. Mehr machen wir da gar nicht. Und jetzt brauchen wir noch den Zug entsprechend und da nehmen wir jetzt aber auch wieder unseren General, weil der einfach wesentlich stärker ist, das heißt mehr Leistung hat. Und wir wollen jetzt eine wenn es geht, eine richtig große Menge an Öl. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, nicht genug Geld. Okay, wenigstens die erste Mal. Was soll ich sagen? Ach ja, ich will jetzt erstmal das auf die Strecke schicken. Und wie gesagt, Signale sind hier auch sehr wichtig, weil wenn wir die vergessen, dann wissen die Züge nicht genau, wie sie fahren sollen. Dann gibt es später nur Probleme. Das heißt, gerade bei so Weichenstellungen unbedingt wirklich die Signale hinsetzen. So, und wir sehen schon, und was ich gemeint hatte, wie Menschen, was ich vorhin gemeint hatte, sich Öl und sowas wie Menschen verhält. Und zwar, stellen wir uns vor, Öl sind Menschen. Dann sitzen die jetzt da in diesem Bohrturm und wollen jetzt aber zur Raffinerie. Aber der Weg ist zu weit zum Gehen. Was machen sie? Sie gehen zunächst besten Bahnhof. In dem Fall wandert also das Öl von alleine zum Güterbahnhof, um von dort dann abgeholt zu werden und zur Raffinerie gebracht zu werden. So, mal zwischenzeitlich was trinken. Auf euch. Wir merken aber, und das war das meine erste Befürchtung, nämlich, warum ich gemeint habe, das wird eine ziemlich schwierige Strecke. Das Bergauf schafft er nicht so unbedingt. Das heißt, er braucht gerade für den Hinweg irrsinnig lange, weil der schleicht gerade mit sage und schreibe 13 km/h diesen Berg hinauf. Also irrsinnig langsam. Das wird später besser, sobald wir halt die stärkeren Züge haben. Aber bis dahin werden wir uns mit dem behelfen müssen. Wir könnten zwei Züge hinsetzen. Das können wir nicht machen. Wir könnten zwei kürzere Züge hinsetzen. Beide mit jeweils nur 5 Anhängern. Die haben weniger Gewicht und würden schneller fahren. Da müsste ich die mal wieder in der Mitte irgendwo abpassen. Ich glaube, das werde ich tun. Das Geld hätte ich nämlich. So.
So, mit jeweils 6 Anhängern werde ich es machen. Und ich muss aber auch entsprechend ein zweites Gleis einfügen und das wird wahrscheinlich bis hier oben hingehen müssen. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo hier sonst der Übergang sein soll. Oh, und jetzt habe ich gerade kein Geld mehr. Oh, jetzt habe ich es wieder. Schnell bauen. Und schnell die Signale setzen. So, und damit haben wir jetzt nämlich die zweite Strecke eingebaut. Und ich warte jetzt nur noch, bis der Zug oben angekommen ist irgendwann. Sagen kann, er soll doch bitte zurück ins Depot fahren. Aber ich möchte vorher, dass er seine Ladung ablädt. So, und jetzt habe ich eine Sache vergessen. Die Güter, die da oben produziert werden, wandern jetzt dahin. Wir wollen die aber eigentlich nach unten bekommen. Das heißt, wir werden wohl oder übel hier einen Güterbahnhof einrichten. Hier der erste. So. Unterwegs. Na, Moment. Das ist Linie 1. Nein, jetzt bin ich falsch. Linie 1. Linie 4 habe ich keinen. Gut. Das heißt, ich werde. Warte mal. Der lädt hier 1, 2 und dann gleich hinten dran 3. Hier werden wir auch noch einen Übergang hinbauen. So, und dann... Jetzt habe ich zwar nicht ganz genau das, was ich wollte, aber ist okay. Und trotzdem anders. So. Und dem Zug hier jetzt nämlich, da verkaufen wir doch wieder den einen. Züge kaufen und da brauchen wir jetzt den Güterwagen. Was? Nein. Falsch gelaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei, vier, fünf. Ganz richtig. Ah! Stopp, Bruder, wo bist du? Zurück zum Bahnhof. Und wo bist du? Bruder. Stopp, zurück zum Bahnhof.
ich will hier die kleinen. 1, 2, 3, 4, 5. Weil die nämlich leichter sind. Sie können zwar weniger transportieren als die anderen Öl, aber sie sind auch wesentlich leichter. 1, 2, 3, 4, 5. So. Linie 4. Und die sollten jetzt entsprechend die Strecke fahren können, die ich für sie vorgesehen habe. So, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Und der ist jetzt fast voll mit Öl schon. Es dauert ein bisschen, also auch die müssen zwei, dreimal gefahren sein wahrscheinlich, bis sie dann ganz voll sind. Damit einfach das Öl weiß, dass es halt jetzt mehr produzieren kann. Das heißt, es kann hier jetzt die Strecke nutzen. Und das gleiche auch mit den Gütern. Das heißt, dass da entsprechend die Güter auch dann wissen, ich kann mich jetzt in den Zug setzen, statt da zur Stadt hinzugehen, weil da komme ich auch ans Ziel. Und ja, vielleicht, oder wahrscheinlich, oder hoffentlich läuft das dadurch dann etwas besser. So. Der erste quält sich schon bergauf. Mit 19 km/h statt 13, das ist jetzt nicht so viel mehr, aber es ist wenigstens etwas mehr. Und sobald er diese eine Schranke da durchfahren hat, wird der auch weiterfahren können. Vorher wird der genau stehen bleiben. Und mit Schranke meine ich hier diese Weiche. Und auch da werden die erstmal ein, zweimal fahren müssen, bis die sich dann ungefähr abgeglichen haben, dass die halt nicht mehr aufeinander warten müssen. Weil ab hier ist es dann nur mal ein kleines Stück bergauf. Dafür wahrscheinlich das steilste Stück überhaupt. Und hier geht es nämlich schon wieder fast wieder bergab, oder beziehungsweise hier geht es nämlich bergab. Im Tunnel nämlich, wo es dann auf die Endgrade zum Güterbahnhof wieder geht. Ich denke mal, diesmal habe ich so ungefähr den Mittelpunkt gut erwischt, wo ich jetzt sage, okay, es wird einen guten Wechsel geben entsprechend. Ja, und wir werden halt schauen, dass wir dann entsprechend unseres kleinen Städtchen weiter aufbauen können. Und jetzt auf dem Rückweg. So, bergab geht es natürlich schneller. Da kann er die ganzen 45 km/h nutzen, die er da hat. Theoretisch könnte ich mir überlegen, sogar noch einen dritten Zug hier zur Verfügung zu stellen. Der da auch noch unterstützend ist, das überlege ich gerade.
eigentlich nicht wirklich was dagegen und der Umsatz dadurch würde auch wieder steigen. Also, ja, das sieht schon, das ist eine Überlegung wert. So, was ich hier noch machen werde, ist einmal ein bisschen nachzuhelfen. Kann manchmal sein, dass nämlich die KI es nicht schafft, die Straßen weiterzubauen, weil wie zum Beispiel hier die Schienen im Weg sind. Dann gibt es da ein paar sehr unschöne Übergänge. Eine Brücke bauen. Beziehungsweise drei Brücken bauen. Ist das Stück hier? Dann kann ich nämlich schauen, dass ich hier die Brücke bauen kann. Wenn die Brücken haben, dann werden die meistens nämlich auch gut genutzt. In dem Fall muss ich wirklich recht viel Geld ausgeben, jetzt erstmal um die Gebäude hier abzureißen, sonst wird es nämlich nicht genug genutzt. Auch hier baue ich die Brücken drüber. Baue hier zumindest kleine Straßen einmal rein. Hier kann ich sogar noch große bauen. So. Damit kann ich jetzt hoffen, dass die Stadt sich entsprechend hier auch noch weiter ausbaut. Denn das wäre doch ganz cool, wenn wir auch die andere Flussseite besiedeln würden. Wir können auch mal schauen. So, damit haben wir ja hier hoffentlich einmal den... Ich würde den dritten Zug noch machen, genau, das war das. So. In general. Und dann haben wir gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Und Güter 4. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf dem weisen wird Strecke 4 zu. Damit können die sich gegenseitig besser abpassen. Weil während der jetzt mich hier den Berg weiter hinauffährt, der von hinten kommt, kann der dritte nämlich schon wieder Öl abholen. Und so kommt eine noch stärkere Austausch von Gütern und Ölproduktion zustande. Außerdem brauchen wir den dritten Zug, weil ich sehe jetzt schon hier, wir haben, können 20 Güter lagern. Das ist aber weniger, als wir als hier gelagert wird. Das heißt, also wir können 20 Güter aufladen und das ist weniger, als wir hier... Vielleicht soll ich den doch noch ein bisschen nach oben durchziehen. Ich sehe gerade, das wird doch ein bisschen knapp sonst. Ich werde jetzt mal den Bereich bis nach hier... hier diese Streckenteil wieder ab.
Oh, das war jetzt eine falsche. Das wird nix. Einmal umdrehen, bitte. Jetzt hat der den falschen Gleis genommen, weil ich da noch am Baum war oder ich habe hinter ihn gebaut oder sowas in der Richtung. Jetzt muss ich ein Stück zurückfahren lassen. Dass ich ihn jetzt wieder umdrehen kann, damit er jetzt die richtige Fahrtrichtung nimmt und der Fluss wieder, der Verkehrsfluss wieder gültig ist. Damit habe ich jetzt ein bisschen Zeit verloren, dadurch staut sich jetzt wieder. Ach nee, staut sich nicht, weil da ist ja keiner. Aber der wartet hier auf ein weiteres Vorankommen. Ich werde diesbezüglich... nichts machen, weil der wartet ja nur, bis der weitergefahren ist. Also passt das ja eigentlich. Das dauert ein bisschen, bis sich das nur eingependelt hat. Aber wie gesagt, das kriegen wir schon doch irgendwie hin, dass wir da entsprechend das Optimum rausholen können. So. Hier fahren wir jetzt nämlich wieder in unseren Güterbahnhof in der Stadt ein. Und die Güter, die wir jetzt abladen, die werden automatisch jetzt in der Stadt verteilt. Und auch dafür haben wir eine schöne Ansicht, nämlich und zwar die Landnutzung. Und wir sehen, dass das Blaue das Industriegebiet ist. Und das heißt, die werden jetzt Richtung Industriegebiet wandern. Ich habe vielleicht ein bisschen die Bahnhöfe vielleicht ein bisschen vertauscht. Also ich hätte vielleicht... hier lieber den Güterbahnhof hinsetzen sollen und hier lieber den Personenverkehr. Aber das wird sich eh noch demografisch verändern. Das heißt, es passt sich die Stadt entsprechend der Bahnhöfe an und nicht umgekehrt. Was dadurch natürlich ganz, ganz praktisch ist. Das heißt, früher oder später wird dieses Industriegebiet hier wahrscheinlich ein Wohngebiet sein und das Industriegebiet selbst wird wahrscheinlich eher hier in der Nähe des Güterbahnhofs sein. Also man sieht auch hier, dass hier ab und zu mein Güter, ein Industriegebiet hier in dem Bereich sich aufhält, warum auch immer. Also das wird wahrscheinlich hier, Wittenhagen wird sowas wie unsere kleine Hauptstadt werden. Und wir können jetzt überlegen, ob wir die Strecke erweitern und nach Löbzin führen. Und auch diese Stadt an das Verkehrsnetz anschließen. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich viel zu überlegen. Ich glaube, das machen wir jetzt ganz einfach. Wir haben nämlich gerade etwas Geld auf der Kante. Wir sollten das nutzen, solange wir es noch haben. Hier wieder lieber kleine Strecken. Was vielleicht dumm bin ich. Vielleicht so das Ganze mache. Geht ja nicht hin. Hier nach da oben. Die Strecke werde ich später etwas besser optimieren müssen.
So. Nicht der direkteste Weg natürlich wieder mal. Aber das war auch nicht unbedingt das Ziel. Jetzt werden wir nur diesbezüglich eine Umänderung machen müssen. Fahrzeug im Weg. Zwar werden wir hier einen größeren Bahnhof hinsetzen. Ist nur außerhalb. So, das Gebiet erst einmal fahren. Dann können wir nämlich, warum auch immer, der was anscheinend doch ein Stück größer ist, hier den Bahnhof hinsetzen. Ich gehe jetzt hier schon auf Nummer sicher, deshalb habe ich gleich einen dreispurigen genommen. Wo wandert jetzt dieses Öl hin? Gute Frage, das werden wir im Auge behalten. Doch hier werden wir ein Streckenabteil bauen zum Ausweichen wieder. Schauen wir einmal, das ist jetzt Linie 1, die da fährt. Wir werden also diesen dritten Bahnhof dazu nehmen. Eben beim Rückfahrt wieder einsetzen. Und dann wieder nach 1 fahren lassen. So denke ich gerade nur, das Fahrrad vielleicht nicht ganz dumm, wenn wir hier entsprechend den Schienenverkehr mal noch vorher optimieren. Und hier bauen wir jetzt noch die Verbindung nochmal dazu, weil dann können wir nämlich Strecken fast separat führen oder führen lassen. Allerdings möchte ich an dieser Stelle hier eine Doppelabzweigung, also einen Doppelschienenwechsel für den Notfall. Und die Strecke hier. So. Beschleunigen.
So. Was habe ich noch vergessen gehabt? Gruppierung. Und das, denke ich ja mal, wird wunderbar funktionieren. Und wir nutzen auch hier wieder die gleiche Methodik. Und... beißen einen dritten Zug, dritten Zug hinzu. Ich werde hier einmal kurz mal was das Cargo ausschalten, weil, was wir noch gar nicht gesehen haben, unsere Pferdekutschen haben sich wie gewünscht in diese französischen Dampf-Omnibusse verwandelt. Muss man sozusagen. Warte mal, schauen, ob da noch was in Nachfolger schon ist. Irgendwas hat für ihn, glaube ich, sich entwickelt. Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Aber kann sein, dass es nur ein neuer Wagentyp war. Die ist momentan aber relativ, ja, egal, muss man so zu sagen. Hier dieser Weg hier zur neuen Stadt, den finde ich eigentlich relativ hübsch, auch wenn er relativ sehr umständlich eigentlich ist, finde ich wirklich ihn hübsch, weil man kann so ein bisschen Berge fahren, man kann so ein bisschen durch die Wälder fahren. Das ist ganz, ganz gut gemacht eigentlich. Von mir. Sehr gut gemacht. Nein, aber es ist doch sehr hübsch anzusehen. Habe ich das. Schauen Sie es noch einmal an, während der Zug nämlich in die andere Richtung wieder fährt. Die Kamera so ein bisschen in die Richtung, weil das werden wir benötigen. Da können wir einmal den Zug dabei zuschauen, wie diese wunderschöne Strecke fährt. Später werden wir die Strecke allerdings ein bisschen abreißen müssen und etwas gerader machen, weil die Kurven sind ganz schlecht für die Schnellzüge, weil sie halt nicht so schnell in den Kurven fahren können. Das heißt, sie müssen jedes Mal in den Kurven abbremsen. Ja, wie gesagt, eher nicht so gut. Müssen wir dann schauen, dass wir das ein bisschen wieder optimieren können, damit wir da mehr rausholen können. So. Das wirkt doch schon mal alles ganz gut. Was ich hier noch machen möchte, was ich noch nicht habe, das ist eine Busstrecke. Wir nämlich auch noch ein paar Haltestellen quer durch die Stadt. So, auch hier richten wir eine neue Linie ein. Vorher möchte ich allerdings irren. So. Haltestelle hinzufügen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist immer 9 sind, ist jetzt ehrlich gesagt Zufall. Neue Linie. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Und was ich dann noch brauche, ist ein Depot. Das kommt wieder eher hier so an den Rand. Straßenfahrzeuge kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zuweisen, Linie 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zuweisen, Linie 8. Schaut schon mal ganz anders aus als die. Also Pferdekutschen am Anfang von der Aufteilung her. Also da wird schneller abgewickelt. Damit haben wir jetzt auch ein Nahverkehrsnetz in diese Stadt gebracht. So, ich will mir das Cargo nochmal anschauen. Wir haben in Wittenhagen. Wir kriegen hier Cargo ein. Allerdings deckt das immer noch nicht den Bedarf. Nicht mal ansatzweise. Hat damit zu tun, dass das meiste, was vom Cargo hier rausgeht, geht nicht zu dem Bahnhof, sondern geht nach hier hinoben. Nach hier hinoben, ja. Weil wir einfach nicht genug Cargo mitnehmen können. Da müssen wir noch ein bisschen auf stärkere Züge warten. Dann können wir entsprechend sowohl die Ölproduktion steigern, indem wir mehr Kesselwagen anhängen können und auch mehr Güterwagen anhängen können. Damit wir dann halt in kürzerer Zeit schneller diesen Ablauf da hinkriegen. Frage ist natürlich, ob wir das wirklich so schaffen, wie wir uns das vorstellen. Die beiden Städte hier versorgen sich selber mit Gütern. Auch die beiden hier oben. Oh, hier ist Hamburg. Ja, Klein-Hamburg und ohne Hafen. Aber da ist Hamburg. Kaps. Was haben wir noch für Städte? Irgendwas Interessantes noch? Mettmann. Quolsdorf. Schlauchhof. Lubzin hatten wir schon. Angel. Maut. Neid-Barzhausen. Neuengönner. Aber sonst sehe ich hier nichts. Und was? Holzsusa. Holzsusra. Überlegen, ob ich nicht eine Direktverbindung von hier rüber zum Güterbahnhof mache. Ah, wobei, das ist ja nicht wurscht. So viel verliere ich über die Strecke hier nicht. Also ich muss wirklich auf die neueren Züge warten, wo ich hier dann effektiv was noch verändern kann. Okay, das schauen wir uns dann nochmal ein anderes Mal an. Ich mache jetzt mal eine Pause. Ja, und wir schauen mal, dass wir dann im Laufe der Zeit die Stadt noch ein bisschen optimieren können und weiter aufbauen können. Vielleicht mache ich dann später nochmal ein Streaming. Ja, ansonsten, wenn es euch interessiert, dann folgt mir auf Facebook, abonniert mich. Ihr könnt mir auch auf Twitter folgen, ihr könnt mir auch auf YouTube folgen. Auf Facebook meinte ich. Und ja, wie gesagt, der neuesten jetzt auch auf Twitch. Freue mich, wenn ihr einschaltet.
Ich werde mal schauen, wie, wann, wo ich online sein werde, aber ja, vielleicht lässt sich das ja dann irgendwie noch gut kombinieren. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr, wie gesagt, mir weiter folgt. Und ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.